Hallo, guten Morgen. Muss jetzt anfangen mit Arbeiten. Nacht ist vorbei. Ich lade jetzt hier ab und dann geht's nach Westerstede zum Laden. Für 3 Abladestellen. Naja, mal sehen, was das alles ist. Also dann, bis gleich. Bin ich auf der Autobahn und fahre nach Westerstede. Mal sehen, was mich dort erwartet. Was dort geladen wird, wie dort geladen wird. Muss ich jetzt erstmal abwarten, weil ich habe keine richtigen Informationen. Meine Dispo hat aber auch keine richtigen Informationen. Was da wie wo und überhaupt. Also muss ich mich dort erstmal befragen, wenn ich dort bin in dem Lager, wie viele Paletten das sind, für welche Abladestelle, wie viele Lademeter. Und dann müssen wir schauen, wie wir es laden. Weil ich muss ja zuerst Würzburg abladen und dann muss ich Forchheim abladen und dann muss ich Kulmbach abladen. Fest ist ja der Hit. Ich dachte immer, die kleben so bloß fest. Da machen die richtig Löcher in den Asphalt und schrauben die an. Diese kleinen Leuchtbojen da, die sie da in der Mitte hatten. Aha, unter der Autobahn muss ich durch. Und dann ist es da gleich. Nur mal gucken. So, über die nächste Straße drüber. Dann muss es da auf der linken Seite sein. Hier wahrscheinlich. Sieht so aus. Das Halteverbot, aber wo soll ich denn sonst halten? Na gut, schauen wir mal. So, jetzt bin ich hier fertig mit Laden.
fahre ich hier los Richtung Würzburg. Das war eine Aktion, sage ich euch. Total schräge Rampe. Und kaum Platz. Da sind sie mit dem Sattel kaum rangekommen. Bist du 2 Meter vor, wieder 2 Meter zurück. Wieder 2 Meter vor, wieder 2 Meter zurück. So, jetzt ist hoffentlich bald mein Kaffee durch. Ich brauche nämlich dann erstmal einen Kaffee. Dort gab es keinen Kaffeeautomaten. Dort gab es ja nicht einmal Toiletten. Da bin ich dann in die Nachbarfirma gegangen auf die Toilette. Also zumindest keine Toiletten, die Fahrer benutzen dürfen. Naja, aber was soll's. Ich hab's überlebt, aber jetzt brauche ich erstmal Kaffee. Der muss jetzt ganz fix durchlaufen. So, jetzt bin ich gleich am Dreieck Oldenburg West. Wenigstens läuft es auf der Autobahn. Mal sehen, wie es dann vorne auf der 1 ist. Ist ja eine scheiß Zeit, wo ich dann da vorne bin. So, die erste Hürde ist geschafft. Oldenburg West. Die nächste Hürde wäre dann das Dreieck Stur. Im ersten Stau bin ich natürlich schön mittendrin. Wie soll es auch anders sein? Was macht denn der Idiot hier? Alter! Fährt mit seinem Viehtransporter hier wie ein Arschloch. Schlenkert hier rechts und wieder links und mein lieber Mann, der wäre dem Reiter jetzt hier fast hinten drauf gehirscht. Hier ist Überholverbot normalerweise. So schlimm war ja der Stau gar nicht auf der A1. Bin ja schon übers Bremer Kreuz drüber, am Rasthof Langwedel vorbei. Mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Ob der Stau auf der A7 noch ist, da unten bei Göttingen. Ich muss sowieso da unten irgendwo Pause machen. Ja, aber das war wieder typisch auf der A1. Da war Überholverbot für LKWs, aber da hat sich keine Sau dran gehalten.
Da sind die auf der Mittelspur an mir vorbeigebrettert, Alter. Da bleibt kein Auge trocken. Was denn jetzt für eine Aktion? Alter! Ich kann doch nicht nach links rüber, wenn da Autos sind. Mensch! Muss man halt mal bremsen. Der nächste Rasthof ist dann Mode. Da mache ich dann Pause, eine Dreiviertelstunde, beziehungsweise eine halbe. Ich habe ja schon eine Viertelstunde dort gemacht, während die Mittag gemacht haben. An der Rampe. Da habe ich auch im Auto gesessen, habe ein bisschen was gegessen. Ich bin ja genau in denen ihre Mittagspause mit reingefallen. Ja, und da habe ich halt auch eine Viertelstunde gemacht und jetzt mache ich noch eine halbe Stunde. Und dann gucke ich mal, dann fahre ich noch bis, naja, um 6 mache ich weiter. Ja, bis um 9 werde ich noch fahren, denke ich. Mal gucken, bis kurz vor Würzburg. Mal schauen, wie sich das entwickelt hier auf den Straßen. Bei mir hat sich ja jetzt eigentlich gar nicht mal so gestaut. Das ging ja. Hier rollt es im Moment ganz gut. Hochzu staut sich tüchtig. Da ist nämlich ein Schwertransport liegen geblieben auf der Autobahn. Direkt auf der rechten Spur. Und da haben sie auf einspurig verengt, weil der noch ein bisschen mit in die linke, in die mittlere reinragt. Haben sie natürlich die rechte und die mittlere gesperrt. Da ist die jetzt ungefähr 10 Kilometer Stau, würde ich sagen. Ja, und ich fahre jetzt hier schön gemütlich bis zum nächsten Rasthof. 900 Meter noch. Und dann mache ich die halbe Stunde Pause. Und dann mal gucken, bis kurz vor Würzburg werde ich dann noch fahren. Endlich Feierabend. So. Ich bin jetzt hier am Parkplatz Großenmoor. Hab mich jetzt hier an den Rand gequetscht. Und werde jetzt schön Armbrot essen. Meine teuer erkauften Brötchen. Rettichsalat, den ich mir von zu Hause mitgebracht habe. Dann habe ich hier sowas in Aspik. Das werde ich jetzt mal gabeln. Und habe jetzt hier Feierabend. Morgen früh um 6 geht es weiter. Und jetzt mache ich euch mal ein bisschen neidisch mit meinem Armbrot. Aber ich lasse euch nicht zugucken, wie ich esse. Da müsstet ihr euch heute die Ohren zuhalten beim Schmatzen. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine stau- und kinderfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und dann bis morgen. Gute Nächte. Ciao.